Auf Geheiß von Wladimir Putin sind russische Truppen in die Ukraine einmarschiert. Präsident Wolodymyr Selenskyj und seine Ehefrau Olena Selinska versuchen, ihr Land mit allen Mitteln zu verteidigen. Wir stellen Ihnen die First Lady der Ukraine vor. Die Last der Ukraine liegt auf den Schultern von Wolodymyr Selenskyj, 44. Seit dem Einmarsch der russischen Truppen am 24. Februar 2022 in die Ukraine blickt die Welt auf den ukrainischen Präsidenten. Staunend, bewundernd und voller Sorge. Der ehemalige Komiker kämpft in staatsmännischer Manier für seine Heimat und versucht, sich und sein Land mit aller Macht gegen Wladimir Putin, 69, zu verteidigen, dafür zahlt er einen hohen Preis. Bei mehreren Videobotschaften und Telefonaten mit anderen Staatschefs betonte Wolodymyr Selenskyj, dass er Ziel Nummer 1 der Invasoren sei, seine Frau und die beiden Kinder gelten als Nummer 2. Punkt. Aufgeben kommt trotzdem nicht in Frage, auch nicht für seine Frau, Olena Selinska, 44. Sie steht ihrem Mann zur Seite. Bedingungslos, seit über 25 Jahren. Und das, obwohl sich die 44-Jährige am liebsten hinter den Kulissen bewegt. Die Architektin, die lieber Drehbücher schreibt, Olena Selinska studierte Bauingenieurwesen an der Nationalen Universität Krivoi. Hier verliebte sie sich 1995 in ihren späteren Ehemann. Zuvor sind sich die beiden bereits auf ihrer gemeinsamen Schule begegnet. Eigentlich wollte Olena Architektin werden, doch auf der Universität entdeckte sie ihre Leidenschaft zum Schreiben und begann, die Drehbücher für die Kabarettgruppe ihres Freundes Wolodymyr zu schreiben. Später feierte er mit seiner Paraderolle als Politiker in der Politcomedy-Serie Diener des Volkes seinen Durchbruch, während Olena als Drehbuchautorin und Produzentin für das von Wolodymyr gegründete Studio Quarter 95 arbeitete. Am 6. September 2003 gab sich das Paar das Ja-Wort, ein Jahr später wurde ihre Tochter Oleksandra, 17, geboren, 2013 erblickte Sohn Kyrylo, 9, das Licht der Welt. Ihre Kinder halten Olena und Wolodymyr so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus.